Wie ändere ich mein Überweisungslimit? Bei unseren privaten Kunden ist das persönliche Überweisungslimit zunächst voreingestellt. Sie möchten Ihr Überweisungslimit anpassen? Gehen Sie dazu in die Sicherheitseinstellungen oder direkt in die Überweisungsseite. So landen Sie mit einem Klick in der Limit-Übersicht. Sie möchten die Limitänderung zeitlich begrenzen? Auch das ist bequem möglich. Nutzen Sie hierfür die Funktion Temporäres Tageslimit und geben Sie den gewünschten Zeitraum ein. Abschließend beantworten Sie die Sicherheitsfragen zu Ihren Karten und persönlichen Daten. Bitte geben Sie dann die Ihnen zugestellte TAN ein, um die Limitänderung zu bestätigen. Fertig! Ihr neues Limit steht Ihnen ab sofort zur Verfügung. Viel Freude mit dem neuen Haspa Online Banking!